Was machst du hier? Breakfast of Champions. 100 Gramm Oats, 110 sogar, Banane, Nussmus, Kaffee, Digga. Und dann fliegen wir mal ganz entspannt nach Ohio. Als du mich angeschrieben hast, Brandon, hast du mir so den Tag gerettet. Es war so eine Ehre. Wir sind doch alles eine große Familie unter uns hier, Alter. Das ist immer schön. Ich wollte gerade sagen, wo ist der da, der Kollege hier? Er ist, der chillt im Hintergrund hier. Vor zwei Tagen sehen wir uns noch im Gym labern hier. Und dann trifft man sich. Er, oder was? Ja, dann trifft man sich. Die Welt ist so klein. Flugzeug nach Ohio einfach. Check dein YouTube ab. Es wird witzige Videos, gute Videos hier. Ich muss erstmal das Gepäck ankommen, Alter. Dinge. Ich bin mehr als fit. Ah, ich will dich erst angucken. Okay, let's go. Wie ihr gesehen habt, wurde ich gerade geweckt. Wir machen als erstes den Phone-Check mit dem Henry. Der ist jetzt 3 Tage out. Wir sind gestern 24 Stunden oder was unterwegs gewesen. Entsprechend die Meals ein bisschen länger getaktet und gucken uns ihn jetzt erstmal an, wie er aussieht, wie die Fülle aussieht. Bisschen mehr ins Hohlkreuz. Jawohl. Und jetzt nach unten drücken die Arme und jo. Ja. Jetzt wird der Arsch. Okay. Wie fühlt sich von der Ansteuerung? Du hast 2 Kilo gedroppt, ne? Ja. Die Haut ist auch dünner. Aber man sieht hier, wenn es so weiß-rot bleibt, da ist noch ein Haufen Wasser drin, ne? Das ist jetzt auch noch gar nicht Plan, das rauszubekommen. Schaut aber gut aus. Also, ich würde sagen, du bist ein Ticken flacher, aber gut, der Tag war auch viel länger gestern. Der Tag ist heute kürzer, wenn wir gleiche Menge an Essen essen, dann würdest du morgen mit Sicherheit wieder ein bisschen voller sein. Deswegen würde ich jetzt erstmal grob den Plan machen wie gestern. Also Salz, Wasser, Ernährung, alles gleich. Für die Zuschauer, wir machen einen Frontload. Und was ein Frontload ist, das erkläre ich euch und in der Küche. Ah! Ja, was ist ein Carb Frontloading? Ein Carb Frontloading kann man nur machen, wenn der Athlet schon vom Körperfett sehr, sehr trocken ist. Da ist das Ziel, Kohlenhydrate schon vorher hoch, vor der Peak Week quasi. Und nicht erst in den letzten 2, 3 Tagen, was so der Klassiker ist. Und wir haben das jetzt schon wirklich eine ganze Weile ein bisschen nach oben gesetzt, sodass er den Stress abbaut, eine allgemeine Grundfülle drin hat. Die hat er jetzt gestern auf heute ein bisschen verloren, aber die kommt heute wieder rein. Wir haben vor einer Woche knapp das Salz ganz bisschen 2 Gramm hoch, trinken auch so 1,5 Liter nur hoch, dass er insgesamt mehr drin hat, sich daran gewöhnt. Und ja, Ziel ist die Fülle zu halten und dann einen Tag vom Wettkampf oder sowas reduzieren wir, oder 2 Tage reduzieren wir Protein, Gemüse, Fette, dass er die Kohlenhydrate weiterhin drin hat, aber wir die Verdauung nicht belasten. Und somit ist das Ziel, ihn voll zu behalten, aber dass seine Mitte noch ein bisschen schmaler wird zum Wettkampf. Entwässerungstechnisch, wir gehen, denke ich, ab morgen ein bisschen mit dem Trinken runter und dann am Mittwoch nochmal ein bisschen, vielleicht mit dem Salz noch ein bisschen runter am Mittwoch. Und dann wird er soweit ready sein, da brauchen wir gar nicht viel Hexenmagie anzuwenden, nenne ich es jetzt mal. Ist auf jeden Fall sehr entspannt, die Nummer hier. Die Peak Week ist eigentlich dafür da, wie ihr jetzt schon gemerkt habt, Stress zu reduzieren. Er macht weniger Schritt, er macht kein Cardio mehr. Er liegt den ganzen Tag rum, Posing, gehen dann entspannt trainieren, ein bisschen durchpumpen. Er wird nur noch heute Montag und Dienstag trainieren, Mittwoch, One Day Out, chillt er. Da können wir nochmal mit Bändern bisschen durchpumpen. Bei Airbnb steht, ich lese es nochmal vor, Moment, dass ich jetzt hier keinen Quatsch erzähle. Hallo Henry, wir freuen uns darauf, dich in der Luxuriösen Family Suite nur wenige Minuten von der Innenstadt und dem Krankenhaus entfernt zu beherbergen zu dürfen. Dass du deinen Aufenthalt genießt, also Luxury Family Suite haben wir hier. Sag, das ist das Pre-Workout Meal of Gains, Digga. Scheiß auf Rice Cream, scheiß auf keine Ahnung, was sonst noch für irgendein Kack gibt. Reis, 100 Gramm, 150 Gramm Chicken, 50 Gramm Pineapple, Digga. Zimt. Don't judge, wenn du es noch nicht probiert hast. Wie gesehen habt, sind wir jetzt angekommen im Pros Gym.
Und wir machen eine der letzten zwei Einheiten vor dem Wettkampf. Wir machen Pull-Training, beziehungsweise Henry macht Pull-Training. 4 Übungen Rücken, 2 Übungen hintere Schulter, 2 Übungen Bizeps, 15 Wiederholungen, 3 Sätze. Mit dem kann man nicht ernst bleiben. Nein, wir wollen hier keine Entzündung mehr, aber ein bisschen durchpumpen. Ein bisschen Blut an die richtigen Stellen schieben, genau. Die ganzen Kohlenhydrate, das Glykogen dahin, wo es auch hin soll. Nach unserem Training hatten wir die Möglichkeit, den Formcheck von Akeem Williams live anzuschauen mit seinem Coach Chris Asito. Übrigens, Akeem Williams ist mal 6. auf dem Miss Olympia geworden. Und ja, googelt einfach mal Chris Asito, The Real Technician, auf Instagram. Dann wisst ihr, wer sein Coach ist. Und ich habe die Möglichkeit genutzt, mir Feedback zu meiner Form und zu meinen Proportionen einzuholen. Und er sagte, als erste Schwachstelle natürlich Overall Mass und als zweite, was mich gewundert hat, beziehungsweise wo ich etwas überrascht war, dass er nicht Brust gesagt hat, er hat Abs gesagt. Und seitdem trainiere ich jedes Training Bauch. Er hat nicht nur Abs gesagt, sondern auch Brust, Schulter und Trizeps. Thank you very much for your advice. Tag 2 in Columbus, Ohio. 2 days out für Henry. Wir sind hier wieder im Pros Gym und ja, er hat jetzt Push trainiert. Da blenden wir euch gleich auch nochmal ein paar Aufnahmen ein. Wirklich viel wird es heute nicht geben, weil der Tag eigentlich bis auf das verschiedene Training genauso aussieht wie gestern. Einkaufen, Essen, Posing und so weiter und so fort. Aber morgen, Monday out, gibt es ein bisschen was zu sehen. Registration und Farbe machen und der letzte Feinschliff. Aber das erklären wir euch alles morgen, wenn es soweit ist. Nach dem Training wurde es sehr exklusiv. Hier seht ihr Gilco Productions, das ist der Mann hinter der Kamera, der mir auch übrigens bei meinen Einstellungen bei der Cam geholfen hat. Und die amtierende dreifache Wellness Miss Olympia Champion, die hier vor uns ein paar Tage vor der Show ein Posing gemacht hat. Also solche Einblicke bekommt man nur im Pros Gym in Ohio zu Arnold Classics. Jetzt einmal flexen. Ja, Digga. Okay. Okay. Das nenne ich mal detailliert, Bro. Wirklich. Hi, how are you? Good, what's your last name? Who is your name? I'm in. Entered the contest? Yes. So it's losing everything. Yep. You're welcome. Oh yeah. 81? Okay, wie ihr seht, wir sind hier vor dem eigentlichen Raum, wo die Registration stattfindet. Dort darf Henry nur alleine rein. Wir haben damit gerechnet, dass es schon länger dauert. Ich gehe mal stark davon aus, dass der relativ flott durch ist. Bei so Registrationen, man weiß nie, wie viele Leute da sind. Das kann sich zwischen 20 Minuten und 2 Stunden ziehen, wenn nicht sogar länger. Also je nach Wettkampf ist das schon sehr, sehr langwierig. Das geht schon relativ flott. Normalerweise ist Henry B-Athlet, er wurde aber jetzt 2 cm größer eingewogen als gedacht, was jetzt nicht dramatisch ist. Er startet halt jetzt in der C. Ne? Je nachdem, wie viele Competitors sind, gibt es verschiedene Klassen. Je nachdem, wie viele sind, halt mehr oder weniger. Das ist nach Größe unterteilt. Die Amateure in der Men's League haben aktuell noch kein Gewicht damit. Bei den Profis ist das mittlerweile eingeführt. Ist als Profi besser, weil er dann mehr Gewicht offen hat. Und dann schauen wir einfach mal, was geht. Wir haben jetzt rausgefunden, dass ich nicht mit ins Backstage wahrscheinlich darf. Vielleicht kann ich mich reinsneaken. Ich werde es auf jeden Fall versuchen. So viel dazu. Wir sind Hype, Digga. Das wird geil. Jetzt geht's heim. Fressen. Und anpinseln. Schon mal 2 Schichten Farbe und dann gucken. Also wir
fangen jetzt an mit Farben machen. Im Prinzip ist es kein Hexenwerk. Wichtig ist, dass die Farbe schnell verstrichen wird. Am Anfang sieht es immer so ein bisschen fleckig aus, da müsst ihr euch aber keine Gedanken machen. Das wird dann relativ flott, wenn ihr ein paar Mal drüber geht, dann schön gleichmäßig. Das ist Selbstbräuner und Deckfarbe, das heißt, wir pinseln jetzt einmal eine Doppelschicht an. Er wird dann wahrscheinlich, bis wir dann heute Abend Rest machen, nochmal schön nachdunkeln. Und genau, zack, wir fangen an mit dem Rücken. Und dann dreht er sich wie ein Dönerspieß und machen wir hier nochmal quasi bis hier nach unten den Unterschenkel, und das ist es eigentlich. Mehr machen wir bei Men's Physik nicht, ne? Die haben ja die Shorts an. Und ja, ich lasse jetzt auch bei der ersten Schicht die Ellbogen, Achseln und Knöchel weg und die Hände und Füße, weil die dunkeln einfach schneller nach. Das machen wir dann später. Genau. Ich werde dann auch bei den nächsten Schichten ein bisschen noch hier, quasi wo es ausrasiert ist, im Nacken hochgehen, dass der Übergang da nicht so scheiße aussieht. Gut,